Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Baufinanzierung bzw. auf das Thema Immobilien? Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung Planen, Verstehen und Umsetzen. Und ich habe euch heute 5 Punkte mitgebracht, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf das Thema Immobilien und Baufinanzierung hat. Und wir fangen an mit Punkt Nummer 1, ist das Thema Beratung. Ich habe letzte Woche mit einem Freund gesprochen, der ist Immobilienmakler, und ihn gefragt, und was läuft aktuell bei dir? Sagt er, nicht viel, weil aktuell natürlich keine Besichtigungen stattfinden können. Und wenn Besichtigungen stattfinden könnten, melden sich die Leute einfach nicht. Also man muss schon sagen, so der ganze Markt ist einfach zum Erliegen gekommen. Ja, und die Leute sind verunsichert, die Leute haben Angst und wollen aktuell überhaupt nichts machen. Ja, also das ist auch so die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, dass es sogar Kunden gibt, die von Kaufangeboten Abstand genommen haben, weil die aktuelle Situation für sie zu unsicher ist. Also die wollen gar nicht irgendwas investieren und halten ihr Eigenkapital zurück. Ja, was hat das für Auswirkungen direkt auf die Beratung? Also bei uns läuft ja alles digital ab. Das heißt, Dokumente können digital ausgetauscht werden. Die Beratung kann per Videoberatung funktionieren, per Telefonberatung. Also alles ist mittlerweile auf dem digitalen Weg schon lange möglich. Also ich persönlich habe jetzt nicht erst wegen der Corona-Krise umgestellt, und die Banken, die waren noch vorher schon digital für mich alle erreichbar, aus den Vergleichsrechnern auch hinaus. Das, was natürlich bei den Banken direkt passiert, also wenn ihr direkt zu einer Bank vor Ort geht, ist, dass da teilweise gar kein Kundenverkehr mehr stattfindet und dass die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Ja, bei den Notaren ist es so, dass auch Termine gemacht werden, aber da natürlich auch der notwendige Abstand eingehalten wird, beziehungsweise nur die nötigsten Termine stattfinden. Das ist auch von Notar zu Notar unterschiedlich. Punkt Nummer 2, das Thema Baufinanzierung, Verdienstausfall. Welche Auswirkungen hat denn ein Verdienstausfall oder wenn ich überhaupt gar keinen Umsatz als Selbstständiger mache auf meinen aktuellen Baukredit? Dazu, unabhängig jetzt mal von der Politik, was die Politik da gemacht hat, haben die Banken selber schon die letzten 1-2 Wochen reagiert. Das heißt, ich bekomme jeden Tag Nachrichten von unterschiedlichen Banken rein, was die Banken für ihre Kunden tun. Ja, das heißt, das Thema Stundung, das Thema Tilgungsaussetzung, das Thema Tilgungssatzwechsel, das sind so die 3 Punkte, die man auch machen kann. Das bieten die Banken aktuell schon an. Das, was die Politik obendrauf setzt, ist natürlich eine Botschaft. Ja, die senden mit ihrer Vorgabe, dass Kredite nicht gekündigt werden dürfen von den Banken zwischen dem 1. April und dem 30. Juni, senden die natürlich eine Botschaft der Sicherheit, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass die Kreditinstitute euch kündigen können, wenn ihr eure Kreditraten nicht bedienen könnt. Aber die Banken sind ja selber in einer Lösung interessiert. Also die Banken wollen ja selber, dass die Kredite aufrechterhalten werden. Die sehen ja auch, was passiert. Wenn ich mir jetzt die aktuellen Zahlen angucke oder die prognostizierten Zahlen von fast 2 Millionen Arbeitslose und von fast 6 Millionen Kurzarbeitern die nächsten Wochen und Monate, dann wissen die Banken natürlich, da kommt ein gewaltiges Problem auf die zu. Und damit das ganze Kartenhaus nicht zusammenfällt, sind die Banken natürlich auch daran interessiert, dass Lösungen gefunden werden. Also Tilgungsaussetzung, das heißt, dass ihr zahlt ja in der Regel immer einen Zins- und einen Tilgungsanteil oder so rum, ne, dass ihr mehr Tilgung habt. Der Tilgungsanteil kann ausgesetzt werden, dass ihr nur noch einen Zins zahlt. Das ist eine Möglichkeit. Die Möglichkeit der Stundung, also dass für einen gewissen Zeitraum überhaupt nichts gezahlt werden muss. Das muss natürlich im Endeffekt hinten dran gehangen werden oder auch während der Laufzeit mit erhöhten monatlichen Raten wieder zurückgeführt werden. Oder ein Tilgungssatzwechsel, das heißt, dass ihr grundsätzlich in eine geringere Tilgung kommt. Das muss aber dann auch im Kreditvertrag verankert werden. So, das sind die Sachen, die Banken von selber schon anbieten, und da kann ich euch nur empfehlen, geht auf eure Bank zu. Auch wenn jetzt aktuell keine persönlichen Termine möglich sind und die Telefonleitungen überlaufen sind, macht den ersten Schritt und werdet aktiv. Das ist immer das Wichtigste, wenn ihr irgendwie was nicht zahlen könnt. Ja? Deswegen, also ganz wichtiges Thema, weil die Schufa muss nämlich auch im Hinterkopf behalten werden. Also wenn man sich um nichts kümmert und das einfach so laufen lässt und sich denkt, ja, die Regierung hat ja gesagt, das schützt einen aber nachher nicht davor, dass man eventuell einen schlechten Schufa-Eintrag bekommt.
das Thema ist noch nicht am Ende. Da müssen wir uns noch separat mal mit beschäftigen, mit dem Thema Schufa. Also ja, so viel zum Thema Baufinanzierung und Verdienstausfall. Dann dritter Punkt, habe ich gesetzliche Stundung aufgeschrieben, habe ich jetzt in dem letzten Punkt auch schon was zu gesagt, dass der Gesetzgeber halt die Banken dazu auffordert, beziehungsweise die Hoheit darüber hat, dass ihr nicht gekündigt werden könnt von eurer Bank, dass die diese Sicherheit ausgesprochen haben. Und jetzt habe ich als vierten Punkt das Thema Zinsen steigen oder fallen. Also steigen die Zinsen wieder oder fallen die Zinsen wieder? Es gibt verschiedene Nachrichten, die in den letzten Wochen kursiert sind von einigen auch Finanzierungsvermittlern, also von größeren Plattformen, die sagen, wir sind auf einem historischen Zinstief und es ist so günstig wie noch nie. Wenn ich jetzt in die Nachrichten bei mir reingucke und sehe, was sagt der Vergleichsrechner aktuell, dann sehe ich, es hat sich jetzt speziell in der letzten Woche schon was getan. Aber davor die Woche waren wir tatsächlich auf einem historischen Zinstief. Und jetzt in dieser Woche sind die Zinsen so um 0,1, 0,2, 0,3% gestiegen pro Fall. Also ein Fall, wenn man jetzt sagt, ihr geht jetzt zum Finanzierungsberater und wollt euch beraten lassen für eine Anschlussfinanzierung, dann ist das ein Fall für uns. Wie gesagt, aktuell ist der Markt leicht unruhig, volatil und die Banken wissen selber noch nicht, was auf die zukommt und welches Risiko auf die zukommt und deswegen erhöhen die gerade ein bisschen die Zinsen, damit die auch so ein bisschen das Geschäft von sich weghalten und in den Vergleichstabellen nach unten rutschen. Das machen, also diese Nachrichten gehen tatsächlich raus. Von einer Bank habe ich eine Nachricht bekommen, da stand drin, wir sind jetzt, unsere Mitarbeiter wechseln gerade auf Homeoffice und wir können gerade nicht die Kapazitäten abarbeiten. Deswegen setzen wir für die nächsten 2-3 Wochen den Zinssatz nach oben, weil die wissen, ach so, wenn die den Zinssatz jetzt nach oben, dann fallen die nach unten in der Bewertung bzw. im Vergleich und werden natürlich von uns Finanzierungsvermittlern weniger angeboten. Das ist aktuell Stand der Dinge. Ja, also wie gesagt, die Zinsen sind immer noch günstig. Ich gehe auch davon aus, dass das den Zinsmarkt nicht groß beeinflussen wird. Natürlich wird weiterhin Unsicherheit bestehen und die Banken, das wird weiterhin etwas unruhig sein, aber wir werden weiterhin auch ein geringes Zinsniveau haben. Ja, dann das Thema, der fünfte Punkt, das Thema Immobilienpreise. Fallen jetzt die Immobilienpreise? Platzt jetzt die Immobilienblase? Die große Frage. Meine persönliche Meinung ist, nein, das wird nicht passieren. Ja, es wird Menschen geben, die werden ihre Immobilie verkaufen müssen aufgrund einer Notsituation, weil die Firma Insolvenz angemeldet hat, weil man die monatlichen Raten nicht mehr bedienen kann und weil man auf lange Frist gesehen die Raten nicht mehr bedienen kann, weil die Politik und die Banken, die steuern ja gerade entgegen. Die steuern ja gerade entgegen, dass Kunden aus ihren Häusern sozusagen rausgeklagt werden, weil die ihre Kreditraten nicht mehr bedienen können. Und deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass die Immobilienpreise nicht steigen, weil ob ein Immobilienpreis fällt oder steigt, hängt ja auch mit Angebot und Nachfrage zusammen. Und die Nachfrage ist ja weiterhin da, auch wenn weniger Besichtigungen aktuell gemacht werden. Die Leute wollen kaufen. Die Kreditzinsen sind günstig und werden auch weiterhin günstig bleiben. Das heißt, wir sind immer noch in einem Käufermarkt, also dass viel gekauft wird. Viele wollen Immobilien kaufen. Und das wird sich auch nicht ändern. Und die Quote wird steigen, dass mehr Leute verkaufen müssen. Aber die Anfrage oder die Nachfrage ist auf der anderen Seite so groß, dass die Immobilien nicht zu einem Schrottpreis verscherbelt werden, um es mal so ganz klar zu sagen, sondern trotzdem wird für die Immobilie ein guter Preis noch erzielt werden. Also davon gehe ich einfach mal aus. Zwei Beispiele. Das erste hatte ich schon zu Beginn dieses Videos erwähnt. Kunden von mir wollten zwei Eigentumswohnungen als Kapitalanlage kaufen, sind erstmal von dem Kauf zurückgegangen und haben gesagt, nee, uns ist die Lage zu unsicher. Also lassen sich da, muss man auch offen sagen, von den Emotionen treiben. Und auf der anderen Seite, Kunden, die aktuell ein Einfamilienhaus sich kaufen, kaufen einfach. Ja, der Preis ist der gleiche und wir gucken jetzt, dass wir für den Kunden den besten Zins, die beste Bank und die beste Finanzierung aufstellen. Das ist unser Ziel und das ist auch das Ziel des Kunden. Ja, also an dieser Stelle, die Krise ist gerade richtig heftig. Wir wissen nicht, was überhaupt auf uns zukommt. Aber wichtig ist,
emotionsfrei in diesem Fall, speziell was das Immobilien- und Baufinanzierungsthema betrifft, emotionsfrei bleiben, einen kühlen Kopf bewahren. Und dafür sind wir Berater, dafür sind die Finanzierungsberater, die Immobilienmakler und die ganzen Berater, die in unserem Bereich tätig sind, dafür da. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr kommt gut durch die Krise. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie ist eure Meinung zum Thema? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und alles Gute, bleibt gesund, kommt gut durch die Krise. Bis dann. Ciao, ciao.